Hallo! Wer ist denn schon im Chat? Schreibt sie mal rein. Welcome, welcome. Wenn er kurz mal den Fokus noch ein bisschen einstellen. Hallo. Wie geht's euch? Alles klar? Habt ihr Muskelkater von Montag gehabt? Oder nicht? Heute braucht ihr gar nichts, nur Bodyweight. Kein Zusatzgewicht. Wir haben heute ein cooles Workout mit ein paar Animal Moves geplant und auch natürlich ein Zirkel, der darf nie fehlen. Alles klar? Spatzen gehabt oder nicht? So. Starten wir mal gemütlich mit dem Warm-up. Schauen wir mal, wer da noch dazu kommt. Alles lockern. Wenn ihr heute einen Stress gehabt habt, den abstreifen, alles abschütteln. Trainingszeit gehört nur dir jetzt. Ohne lästige Anfragen oder To-Dos oder was auch immer. Genießen wir das gemeinsam, würde ich sagen. Gelenke kreisen. Wir beginnen bei dem Handgelenk. Dann geht es weiter zum Ellenbogen. Ein paar Mal nach vor. Und ein paar Mal andere Richtung. Arme nach hinten kreisen. Ausgangsposition ist immer leicht gebeugte Knie, Bauch angespannt. Und nach vor. Dann den Oberkörper ein bisschen aufdrehen seitlich. Einmal rechts, einmal links immer. Und dann Wirbel für Wirbel abrollen. Zuerst Kinn zur Brust. Müssen wir mal Headset ein bisschen einhalten, sonst fällt es runter. Dann kommt die Brustwirbelsäule. Und zum Schluss der Lendenbereich. Unten alles locker lassen, hängen lassen. Und dann Wirbel für Wirbel wieder hoch. Zuerst Lendenbereich. Dann die Brust. Und zum Schluss den Kopf. Sehr gut. Aus der Hüfte noch ein paar Mal nach außen drehen. Und nach innen. Sehr gut. Andere Seite. Ruft euch Musik in den Chat rein, posten. Dann kommt ihr zu unserer Spotify-Playlist für das Bootcamp. Richtungswechsel nicht vergessen. Weiter geht's mit den Knien. Hello! War mal auseinander und zusammen. Die, die schon länger dabei sind, kennen jetzt unsere Aufwärmroutine eh schon. Gelenke kreisen muss immer dabei sein. War mal in eine Richtung das Fußgelenk und dann Richtungswechsel. Und die andere Seite. Richtungswechsel. Guten Abend. So, dann startet am Anfang von eurer Matte. Tief einatmen, die Arme nach oben. Und beim Ausatmen den Oberkörper auf den Oberschenkeln ablegen. Arme einfach so schaukeln lassen. Und dann mit den Händen nach vor in die Hundposition. Schaut, dass ihr hier ein schönes Dreieck mit dem Boden bildet, wenn es sich mit den Fersen nicht ganz ausgeht. Einfach so rechts, links immer abwechselnd mit der Ferse Richtung Boden ziehen.
Dann den Rücken rund machen, nach vorschieben, ein Bein abstellen und seitlich aufdrehen. Ein Arm zieht hoch zur Decke, bis sie drinnen bleiben. Und ausatmen. Das Bein wieder zurück. Und dann noch einmal einatmen. Rücken rund. Anderes Bein nach vor. Und wieder aufdrehen. Ausatmen. In den Vierfüßler. Hier mal alles durchbewegen. Nach rechts, links, oben, unten. Aus den Schulterblättern wegdrücken. Reinfallen lassen. Hintern auch mitnehmen. Und dann die Hände nach vor. Grabt euch mit den Fingerspitzen so richtig in die Matte rein. Zieht die Arme nach vor. Und Hintern zieht zurück Richtung Fersen. So richtig auseinanderziehen den Körper. Ellenbogen sind noch weg vom Boden. Kopf auch. Und dann wieder zurück in den Vierfüßler. Auf die Fersen setzen nach hinten. Dann nehmt ihr einen Arm. Einmal durch, bis ihr mit diesem Arm und mit der Schulter am Boden aufliegt. Und die andere Seite. Gut, jetzt sind wir alle gut durchbewegt. Jetzt kommt noch zum Abschluss der Yoga Moves. Der Skorpion schaut so aus. Ihr startet aus der Downward Facing Dog Position. Bein in die Luft. Dreht dann über den Körper drüber. Hand hebt ab, bis ihr am Boden landet. Wieder retour. Noch einmal gemeinsam. Andere Seite. Hüfte aufdrehen, einmal drüber, dann den Arm wieder zum Boden. Sehr gut, super gemacht. Wir probieren das Ganze noch einmal mit der anderen Seite. Müsst euch einfach getrauen, man ist dann gleich am Boden. Der Weg ist nicht so lange. Ich merke jetzt gerade einen Muskelkater von Montag in den Armen, wenn wir schon dabei sind. Sehr gut. Das war das letzte Mal mit den Füßen nach vor. Wirbel für Wirbel aufrollen. Sehr gut. Sehr einen Muskelkater gerade gespürt. Guti. Next step. Seid heute so leise. Schreibt es mal rein. Wie geht's euch? Nächste Übung, Skater Jump. Ihr könnt sonst auch einfach den Sprung weglassen. So einen schrägen Ausfallschritt. Einmal rechts, einmal links nach hinten machen. Jetzt bist du auch aufgewärmt. Bist du... Achso, war zu spät. Ist schon noch da, ja. Mir ist alles. Wir sind noch beim Skater Jump. Drei, zwei, sehr gut. Und eins. Yep. Zwei Minuten Plank. Ihr sucht euch die Plank-Position raus, die für euch am besten passt. Level 1 mit den Händen unter der Schulter, Knie genau unter der Hüfte
Und dann die Knie 1-2 cm vom Boden heben, in dieser Position bleiben und halten. Oder ihr macht den Unterarmstütz. So ist es leichter mit Hinternhöhe. Und das wäre das Level 2. Level 3 wäre dann entweder Arme oder Beine auf einem instabilen Untergrund, wie zum Beispiel Polster, Balancekissen, zusammengerollte Yogamatte oder so. So, 2 Minuten Plank, Leute. Macht euch bereit, sucht euch die Variante raus, die für euch am besten durchführbar ist für so eine lange Zeit. Ready, set, go. Das Allerwichtigste ist der Lendenbereich. Wenn ihr irgendwie da merkt, ihr hängt durch oder formt ein Hohlkreuz, dann einfach ein bisschen höher gehen mit dem Hintern oder die leichtere Variante wählen. Auch schauen, dass ihr mit den Füßen nicht zu viel wegrutscht. Geht schon, dranbleiben. Ups. Oh nein, gerade meine Musik zerstört. Das wollte ich nicht. Wollte es gerade von meinem Handy steuern. Das ging in die Hose. Auf alle Fälle haben wir noch 1 Minute. Bleibt's drinnen. Geht schon, geht schon. 50 Sekunden noch. Im Zweifelsfall ein bisschen höher, wenn ihr merkt, die Technik passt nicht oder ihr sinkt irgendwie mit dem Becken ab. Beziehungsweise auf die Vierfüßler Plank Version umsteigen. 30 Sekunden haben wir noch. Bauchnabel fest, fest, fest nach innen ziehen. Bauch von allen Seiten anspannen. Und 20 Sekunden noch. Sonst ein bisschen höher gehen. Da spürt man noch schön die Beine vom Montag, oder? 13 Sekunden noch. Sehr schön. Geht schon. Bin da circa schulterbreit vom Stand her. 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Guti, das war das Warm-up. Alle warm? Ich glaube schon. Wie geht's euch? Ja, aber du bist ja ein bisschen krank, ah, oder? Weil dir alles wehtut. Bin jetzt schon fertig. Jetzt gibt es ja ein bisschen Pause, bis ich den ganzen Zirkel erklärt habe. Könnt ihr euch ja noch kurz entspannen. Also, wir haben heute 6 Übungen vor uns im Zirkel. Danach kommt nichts mehr. Also wir schauen mal noch, wie oft wir den jetzt dann durchmachen, wie viele Runden. Da entscheidet einfach die Bootcamp-Crew gemeinsam. Also 2 Runden immer mindestens. Ich denke, 3 werden sich locker ausgehen. Vielleicht noch eine vierte mit verkürzter Belastungszeit. Schauen wir mal. Erste Übung ist der Vierfüßler-Plank. Deswegen haben wir den jetzt gleich schon ein bisschen eingebaut zum Aufwärmen. Und ihr berührt dann immer diagonal euer Knie. Rechte Hand zum linken Knie, linke Hand zum rechten Knie und bleibt aber in der Plank-Position, ohne euch viel hin und her zu schwingen oder dass sich der Oberkörper hin und her bewegt. Danach kommt diese Übung, also quasi in einen Jump-Squat reinspringen. Wir machen in der Mitte kurze Pause. Danach kommt ein Side Plank, Unterarmstütz. Das obere Bein ist ausgestreckt und geht immer hoch und nieder. Das untere Bein ist angewinkelt und da ist das Knie am Boden. Wie kann man das Ganze leichter machen? Ihr lasst beide Knie am Boden, bleibt einfach so in der Position. Wie kann man das Ganze schwieriger machen? Unteres Bein ausgestreckt. Sucht euch wieder die Variante raus, die am besten für euch passt.
Kurz noch zur vorherigen Variante, wie kann man das leichter machen? Einfach steigen statt dem Sprung. Danach, nach der Side Plank Übung, kommen seitliche Ausfallschritte. Einmal rechts, einmal links. Ihr könnt hier entweder die ganze Fußsohle am Boden lassen, so, oder hebt es mit den Zehenspitzen ab und setzt dann noch mit der Ferse am Boden. Könnt ihr euch aussuchen, wie es für euch am besten passt. Burpees Langsitz ist die nächste Übung. Sehr coole Übung. Statt in die Bauchlage sich unten zu legen, starten wir aus dem Langsitz. Ihr schaut dann einfach, wie ihr aufsteht. So zum Beispiel. Und die letzte Übung, die kann auch wirklich, man kann das ja alles anpassen, das ist das Coole. Das ist für alle Level geeignet, weil ihr sucht ja einfach die Version raus, die wirklich am besten passt, die euch fordert, nicht überfordert, nicht unterfordert. Hollow Hold, letzte Station, ganz leichte Variante, Knie angezogen. Ihr könnt euch sonst im Notfall auch ein bisschen festhalten. So wird es ein bisschen schwieriger. Und je weiter ich Arme und Beine vom Körper entferne, umso anspruchsvoller wird es. Das Allerwichtigste ist, dass hier im Lendenbereich der untere Rücken immer fest in den Boden hineingepresst wird. Sonst trainieren wir nicht den Bauch und bekommen im Worst Case Rückenschmerzen und das wollen wir eben nicht. Also Bauch immer fest anspannen, Rumpfspannung aktiv halten. Ihr könnt es auch einmal absichtlich über diesen Punkt drüber gehen, wo ihr merkt, oh, jetzt kippe ich hier im Lendenbereich und hebe im unteren Rücken ab und falle ins Hohlkreuz, dann war es zu weit. Dann gehe ich das nächste Mal nur bis daher und hier kann ich das alles gut halten. Wenn jemand Probleme hat beim Hals hier, in dieser Position, wenn der Kopf vom Boden abgehoben ist, könnt ihr auch gern mit einer oder mit beiden Händen den Kopf halten. So, wie findet ihr den Zirkel? Cool, oder? Bin schon voll motiviert. Wir legen gleich los. Macht euch ready für den Vierfüßler. 45-20 sind die Belastungszeit und Pausenzeit. Seid ihr ready? Go, go, go. Kurz schauen, wer noch dabei ist. Hallo Hanna, du bist ja heute immer ruhig, gell? Have this too. Goodie. Getting ready. In die Vierfüßlerposition. In 4 Sekunden geht's los. Und die Knie vom Boden abheben. Immer diagonal. Zum Knie greifen. Restlicher Körper bleibt in Position. Bisschen schwingen tut man natürlich schon. Man kann nicht alles vermeiden. Aber je mehr ihr den Bauch anspannt, umso weniger pendelt man dann so nach rechts und links aus. Let's go. Bisschen höher. So wird es leichter. So ist es schwieriger, knapp über dem Boden. Könnt ihr einfach auch in der Position bleiben und halten, so wie es für euch gut passt. Kurze Erinnerung, noch einmal Bauch fest nach innen ziehen. Und das war's schon, supi. Erste Übung geschafft. Es geht weiter in 15 Sekunden. Quasi Jump Squat Variation. Wenn ihr Probleme habt mit den Gelenken, dann lasst einfach den Sprung weg, geht schon los. Steigt einfach raus in die breite Kniebeuge und wieder rein. Geht schon, geht schon, geht schon. Schön nach hinten setzen. Oberkörper aufrecht lassen. Bauch nach innen. Schwierigkeitsgrad erhöht. Einmal im Kreis springen immer. 13 Sekunden noch. Oder das Ganze dann ohne Sprünge nach innen, nach außen.
in die breite Kniebeuge. 2, 1. Durchatmen. So, weiter geht's in der Side-Plank-Position. Wir bleiben hier auf einer Seite. Nächste Runde, nächste Seite. 5 Sekunden, nochmal tief durchatmen. 2, 1, go. Schaut, dass ihr die Schultern übereinander stapelt. Let's go. Also ich würde die Variante empfehlen, auch wenn ihr schon geübt seid mit Side Plank, weil es sind jetzt noch 25 Sekunden und es ist mega hart. Let's go. 15 Sekunden noch. Immer schön lächeln dabei, gell? 7, 4, 3, 2, 1. Bam. Sehr stark. Seitlicher Ausfallschritt folgt. In 10 Sekunden nochmal tief durchatmen. Sekunden noch und go. Einmal rechts, einmal links und lehnt euch schön nach hinten auf die Ferse von einem gebeugten Bein. Man braucht ein bisschen Platz für die Übung. Gell? 20 Sekunden noch. Okay, ich spüre jetzt die Beine, während ich wieder trainiere, merke ich es, von Montag ein bisschen, von unserem geilen, explosiven Workout. 5, 4, 2, 1, tief durchatmen, Langsitz, Burpees, next up. Gut. Bin zufrieden mit der Übungszusammenstellung. Läuft gut. Oder Odin, hallo. 2, 1. Aus dem Langsitz starten. Okay, es ist deswegen anstrengender, weil man einfach keine Verschnaufpause hat und immer wieder hoch muss. Let's go. 15 Sekunden noch. Letzten 10. 4, 3, 2, 1. Nächste Übung. In der Rückenlage. Hollow Hold. Drei Varianten. Legt sich nochmal auf den Boden, in die Rückenlage, kurz verschnaufen. Noch ein bisschen Pause. Gleich geht's los. 2, 1. Ab ins U-Hackerl. Lendenbereich ist noch am Boden. Könnt ihr mal kurz austesten. Wie weit kann ich gehen, ohne dass ich kipp? Ganz rund machen. Es waren gerade noch 25 Sekunden eben. Bauch noch einmal nach unten Richtung Boden ziehen. Und geht schon. 15 Sekunden noch. Sehr schön. 4, 3, 2, 1. Yes! Fühlt sich gut an, finde ich. Wie geht's euch? Jetzt brauche ich mal eine kurze Verschnaufpause, damit ich wieder reden kann. Es ist echt anstrengend, immer trainieren und reden. Schreibt es mal rein in den Chat, wie geht's euch?
Ja, das Workout muss man einem Amanda sagen, dass sie das noch nachmachen muss, dass da Burpees dabei sind. Und sie ist sicher ganz motiviert. Schreibt was rein, Leute. Lasst mich halt nicht allein. Next Round, oder? Zweite machen wir auf alle Fälle. Und wegen einer dritten schauen wir dann noch. Fünfundvierzig, zwanzig, ich denke, das passt so. Dritte Runde können wir dann eventuell noch die Zeiten anpassen, also je nachdem, wie es euch dann ergeht. Jetzt würde ich es einmal so belassen für die zweite Runde. Ziemlich anstrengend. Gut. Dann, wenn alle ready sind, würde ich sagen, drei Runden fix. Wir gehen zur zweiten Runde über. Starten wieder mit der Vierfüßler Übung. Müsste man dann auch noch sagen. 2, 1 und go. Immer diagonal das Knie berühren. Ihr müsst mir dann auch noch reinschreiben in den Chat, was für euch die ärgste Übung war. Oder ob ihr alle ungefähr gleich gefunden habt. Geht schon, geht schon. 25 noch. Bauchnabel noch einmal fest nach innen ziehen. 17 Sekunden. Wenn ihr den Bauch voll, voll, voll anspannt, dann merkt ihr, man wackelt ein bisschen weniger hin und her und kann die Mittelposition gut halten. 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Nächste Übung. Die hier. In 11 Sekunden geht es weiter. 5 Sekunden noch Pause. 3, 2, 1. Oder das Ganze steigen. Je nachdem, was für euch besser passt. Wenn ihr Probleme habt, zum Beispiel mit den Kniegelenken, bitte vorsichtig mit den Sprüngen sein. Sanft landen und mit ein bisschen einer Vorspannung. Sekunden noch. Zehn Sekunden. Zwei, eins. Side Plank. Andere Seite. Schon einmal in die Seitlage bereit machen. Schulter unterm Ellenbogengelenk. Es geht los in 5 Sekunden. 2, 1, go. Sehr gut, Leute. Noch einmal hoch das Becken. Bein heben und senken oben. Oder am Boden halten. Ist ein bisschen leichter, dass es angewinkelt unten bleibt. 20 Sekunden noch. Let's go, 15. Sehr gut. 8 Sekunden. 3, 2, 1. Einmal hoch, aufstehen bitte. Jetzt kommt der seitliche Ausfallschritt dran. Kurz wieder durchatmen. 10 Sekunden noch Pause. Ich schwitze schon gut. Perfekt. 3, 2, 1 und go. Schön nach hinten setzen. Bleibt es eigentlich mit dem Körper hier im Mittelpunkt, gibt es nur das Bein seitlich weg. Also nicht zu viel Gewicht verschieben, sondern ihr bleibt mittig und nur das eine Bein fährt vom Körper weg. 14 Sekunden noch.
Es ist irgendwie anstrengender, als man denkt, die Übung. 5, 4, 3, 2, 1. Goodie. Sehr stark. Burpees folgen nun. In den Langsitz. 5 Sekunden geht's los. 2, 1. Go. Erste und dritte Übung sind am zartesten. Vierfüßler Plank, gell? Und dritter Side Plank. Geht schon. 20 Sekunden noch. Go, go, go. Und die letzten 10 Sekunden. Ein Supi. Sehr stark gemacht da draußen. Prima. In die Rückenlage. Letzte Übung ist unser UH-Curl Hollow Hold. Legt euch schon einmal hin und kurz durchatmen, bevor es losgeht. 7 Sekunden noch. 3, 2, 1. Easy Variante. Beine angezogen zur Brust, Arme seitlich nach vor. Bisschen anspruchsvoller, Arme, Beine in die Luft. Weiter voneinander entfernt, schwierigste Variante. Man kann auch zusätzlich noch ein Gewicht halten, zum Beispiel. Wenn ihr merkt, es tut irgendwie im Hals weh, könnt ihr auch mit beiden Händen oder mit einer Hand den Kopf halten. 20 Sekunden noch. Lendenbereich fest in den Boden hineindrücken. 14 noch. Geht schon. Bauch fest nach unten. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Die ist jetzt irgendwie voll schnell vergangen. So subjektiv halt. Natürlich ist es gleich schnell gewesen wie die letzte, aber vielleicht ist mein Booster gerade kicking in oder so. Wie geht's euch? Dritte Runde auf alle Fälle, oder? Sollen wir in der dritten Runde die Intervalle so beibehalten? Ja oder nein? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, welche Übung ihr am zartesten findet. Kommt natürlich auch darauf an, welche Variante man genommen hat, aber schreibt es mal rein. Ja, ich sehe für jeden was anders, deswegen darf es mich einfach interessieren. Frage einfach mal in die Runde rein. Man empfindet es dann natürlich unterschiedlich. Ja, voll finde ich auch. Also heute ist ein bisschen kraftausdauerlastig natürlich durch den Zirkel oder durch das Zirkelformat. Aber ich denke 45, 20 passt gut, oder? Von der Belastungszeit her. Belassen wir es so, würde ich sagen. Gleiche Zeit und die Übungen. Du kannst dir beim Dankeschön! Brennen, brennen, brennen. Brennen muss. Jetzt ist er schon weg. Wollte es gerade unterstreichen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die schon gespendet haben und uns unterstützt haben. Danke, danke. Wenn euch das taugt, was wir machen, freuen wir uns natürlich immer gerne über freiwillige Spende, egal welcher Betrag. Und hoffen natürlich, dass ihr dann immer dabei seid. Montags 18:30 Live-Bootcamp. Mittwoch 19 Uhr auf Twitch, für die das jetzt zum Beispiel auf YouTube nachanschauen, das Video. Zusätzlich haben wir dann auch noch ein neues Format, Herzensangelegenheiten Real Talks. Da reden wir einfach so ein bisschen über die mentalen Sachen auch, die passieren während einer Pandemie. Und was uns halt einfach am Herzen liegt, das ist dann jeden Montag im Anschluss an das Bootcamp um 19.45 Uhr auf Twitch. So. Werbung ist aus. Es geht weiter, Leute, oder? Machen wir was. Dritte Runde.
Getting ready. Side blank, können wir halbieren? Ja, voll, machen wir das so. 2, 1, in die vierte Position. Es geht los. Dankeschön. Super, super nett. Ich muss immer ein bisschen zuschauen. Ach, danke, Juli. Ich sehe nicht so weit, ich bin schon alt und blind. Danke, Juli, für deine Spende. 25 Sekunden noch. Entweder in der Position bleiben oder ihr macht es eben die schwierigere Variante. Immer kniediagonal berühren. 15 Sekunden noch. Bauchnabel fest nach innen. Es reicht dann auch oft einfach, vier Füßler zu halten. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Einmal aufstehen. Nächste Übung. In die Squat-Position reinspringen oder steigen, je nachdem. 10 Sekunden noch. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und go. Wenn ihr landet, die Knie nach außen. Vor allem, wenn man so breit steht, tendieren die dann oft dazu, nach innen zu kippen. Schaut immer, dass die schön nach außen gehen. Dorthin, wo auch die Zehenspitzen hinzeigen. Nach hinten setzen, auf die Fersen. Letzten 22 Sekunden. Yes. Musik aufdrehen, geht schon. Motivation noch einmal an. Letzten 10 Sekunden. Go, go, go. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Bam. Side plank. Ich sage euch jetzt den Seitenwechsel an. Tief durchatmen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und go. Hoch das Becken in die Luft. Arme sind übereinander gestapelt und auch die Hüfte. Zieht den Bauch fest nach innen. Geht schon. Und Seitenwechsel. Gleich weiter. Flotter Wechsel. Ja, Philipp hat recht, es geht ein bisschen. Auf die Ausdauer heute. Man spürt es. Das ist ein bisschen mehr außer Puste. 2, 1. Side Lunges. Seitlicher Ausfallschritt. Acht Sekunden. Noch einmal durchatmen. 3, 2, 1. Wieder schön nach hinten setzen, auf die Fersen. Und 25 noch. Schöner Pudding heute. Ganzkörper. Eigentlich ist es hart, immer so 2 Tage später dann das nächste Bootcamp. Ihr weiß, ihr seid es alle gewohnt, auch vom Bootcamp noch im ersten Bezirk, aber man freut sich dann trotzdem über 1-2 Rest-Days danach, oder? So, Burpees. Einmal in den Langsitz. Wir starten vom Boden. 10 Sekunden. Kurzes Bäuschen. 3, 2, 1 und go. Ich lasse da meinen Rücken gleich ein bisschen rund, damit ich vorne wieder hingreifen kann und dann hoch komme aus der Langsitzposition. Kommt aber natürlich jetzt dann auch auf die Beweglichkeit an die Haupt- bzw. Arm-Bein-Proportionen.
10 Sekunden noch. Geht schon? 5. Okay, jetzt hört sich nicht mehr aus. Ich bleib liegen. Kurze Pause bis zum Hollow Hold. UHK, next step. Jetzt noch 10 Sekunden Pause. Drei, zwei, eins, go. Bauchnabel wieder nach innen. So, und jetzt holt's nochmal was raus, Leute. Schaut's nochmal, dass ihr an diese Grenze kommt, wo ihr es gerade noch halten könnt. Mit eurer Bauchspannung. Drin bleiben. Yes, yes, yes. 20 Sekunden noch. Also ich spüre das schon, wenn ich am Abend einen Booster nehme, weil ich dann einfach motivierter bin. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich nehme eigentlich auch, also weil ich nie Kaffee trinke, ich war es einer von wenigen Menschen, die keinen Kaffee trinken. Das ist so, ich werde immer sehr entsetzt angeschaut. Auf alle Fälle vertrage ich halt so Koffein natürlich dadurch wenig bis gar nicht. Das putscht mich immer zu sehr auf und macht mich immer ganz wahnsinnig und danach falle ich in ein komplettes Loch rein. Und ich habe jetzt eben für mich einen natürlichen Booster gefunden, der gut funktioniert, der ist eben von Ringana, falls irgendwas braucht. Meine Mama, die ist meine Dealerin quasi und ich schwöre wirklich auf das, weil alles andere funktioniert bei mir nicht. Also auch diese Booster, die es sonst fürs Training gibt, da habe ich echt einmal Schüttelfrost und was und was als für Zustände kriegt, weil ich einfach das nicht vertrage, das Koffein, wenn ich nie Kaffee trinke. Wenn es euch auch so geht, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, weil ab und zu braucht man halt ein bisschen was, was einen motiviert und fürs Training. Ich nehme es eh nicht oft, muss ich eh dazu sagen. Aber ich habe da schon einiges probiert und es zahlt sich einfach nicht aus, da den Körper so zu stressen. Ja, also da habe ich eh schon gesagt, ich bin motiviert. Ich werde dann offen für die vierte Runde, da ich jetzt echt motiviert bin. Wie geht's euch? Machen wir das. Ziehen wir das durch, oder? Schreibt es mal einer in den Chat. Vierte Runde? Ja, nein. Ich schwöre auf grün. Ja, voll. Also das ist eh auch da drinnen. Nein, das ist eine grüne Kaffeebohne ist glaube ich drinnen. Oder irgendwas. Eben Tee ist auch was, ja. Tee trinke ich auch gern. Das putscht mir dann auch gut auf. Aber da muss ich dann immer voll viel davon trinken. Oder vielleicht lasse ich nicht richtig ziehen. Kann auch sein. Aber es ist... Auf alle Fälle vertrage ich das ab besser. Hui, war ein toller Circle. Aber sind wir noch nicht fertig. Aber, was kommt jetzt? Sicher, vierte Runde. Buh, fix, Leute. Jetzt bin ich voll motiviert. Was soll ich jetzt machen? Soll ich die Zeit ein bisschen anpassen? Habt ihr dann Bock? Alle so, na, okay. Ich bestimme jetzt dann einfach, wir machen das mit ein bisschen abgeänderter Zeit. Machen wir 40 Sekunden Belastung und 15 Sekunden Pause. Ist zwar nicht so viel Pause, aber es ist dadurch insgesamt alles flotter vorbei. Macht euch bereit für die Vierfüßler Variation. Noch einmal alles geben. Jede Übung das letzte Mal. Gehen wir es an. 5, 4, 3, 2, 1 und go. Entweder die schwierige Variante mit immer diagonal ein Knie berühren oder ihr bleibt im Vierfüßler, haltet die Position einfach. Gibt es da Lena keinen Booster mehr, gell? Das ist nicht gut. Und das Geilste ist die Empfehlung, nämlich da bei diesem Push hast du es, bei den Push-Tabletten sind glaube ich 3 bis 6 Kapseln pro Workout und die nehmen einfach eine. Voll so. Wirkt genauso bei mir. Braucht nicht so viel. 7 Sekunden noch. Spannt noch einmal den Bauch voll an. 2, 1. Vorsichtig absetzen die Knie. Es geht weiter mit der Squat-Jump-Version.
Und wenn die Technik nicht mehr passt bei den Übungen, nehmt lieber die leichtere Version. Go. Geht schon. 30 Sekunden. Gleich ist es vorbei. Es gibt dann auch keine letzte Übung mehr, kein Ausbauen, keine Burpees, keine Bauchübungen. Also nochmal alles geben jetzt an. Während der letzten Zirkelrunde. Geht schon, geht schon. 10 Sekunden. Gibt es nochmal alles? 3, 2, 1. Side Plank. Fünf, drei, zwei, eins, go. Musik hilft einmal gut, finde ich. Hier gibt es jetzt auch noch einen Seitenwechsel bei der Übung. Ich sage ihn euch an. In circa 10 Sekunden. Und Seitenwechsel. Geht schon jede Übung zum letzten Mal. Go, go, go. 10 Sekunden. Go, go, go. 3, 2, 1. Side Lunges. Tief durchatmen. 2, 1 und go. Da muss ich echt einfach schauen, dass ich Platz habe für die Übung. Aber geh, Julia. Es geht schon. Go, 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 Leute. Danach nochmal zwei Übungen. Dann haben wir es hinter uns. Ich muss auch sagen, die Sonne, die pusht auch extrem. Heute habe ich nämlich ein Personal Training im Freien gehabt. Und Pause. Und das war so motivierend, muss ich echt sagen. Die Sonne, die sich dann durchgekämpft hat durch die Wolken, das macht einfach gleich so eine Laune. 3, 2, 1. Aus dem Langsitz startend die Burpees. Go, go, go. Vorletzte Übung. Jetzt haben wir es gleich. Go, go, go. Bleibt dann unbedingt dran für ein bisschen Entspannung noch. Wir wollen das Ganze noch abrunden und ein bisschen relaxen, damit wir dann nicht gleich von 180 wieder voll schockiert aus dem Workout rausgeht. Und noch voller Adrenalin ist. 2, 1. Letzte Übung. Hallo, hold, Uhakar. Drei, zwei, eins. Go. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne den Kopf halten. Es muss nicht sein, dass das so Krampfen anfängt. Also man trainiert es einfach mit, solange es geht. Und irgendwann wird es da auch besser, wenn ihr das hier spürt, immer bei den Bauchübungen. Es ist einfach, weil der Nacken viel zu stark ist und die Muskeln hier vorne oft ein bisschen vernachlässigt werden. 6 Sekunden noch. 4, 3, 2. Eins. Juhu. Geschafft. Kurz liegen bleiben. Knie zur Brust anziehen. Dann nehmt ihr einen Fuß, legt den vor das andere Knie
Und dann einmal drehen. Das heißt, da steht jetzt ein Fuß so auf. Der andere liegt am Boden. Es fühlt sich einfach so gut an, wenn man trainiert hat, oder? Das ist das Schöne, dass da immer alle Hormone mit mir arbeiten. Andere Seite. Nicht vergessen, uns zu abonnieren, wenn ihr Amazon Prime habt. Das ist für euch kostenlos. Müsst ihr einfach nur Twitch und Prime verlinken und dann auf das Sternchen klicken bei unserem Twitch-Kanal. Könnt ihr uns jeden Monat ein Abo schenken. Wenn ihr uns schon abonniert habt via Prime, dann bitte schauen, ob das noch aufrecht ist. Man wird da nicht erinnert dran, man muss es dann immer wieder selber schauen. Freuen wir uns. So könnt ihr uns nämlich supporten, ohne dass ihr dabei was ausgeben müsst und wir haben direkt was davon. Goodie. Letzte Übung. Jetzt zieht euer rechtes Knie zur Brust an. Linkes Bein ausstrecken. Und in den Bauch ein- und ausatmen. Beim nächsten Mal ausatmen. Bein wechseln. Dann langsam aufrichten. Setzt euch bequem hin oder steht gerne auch auf. Abschlussübung darf natürlich nicht fehlen. Tief einatmen, Arme hoch, ausatmen. Und beim Einatmen Arme hoch. Letztes Mal. Vielen, vielen Dank für das geile Workout mit euch. Hat voll Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächsten Montag wieder um 18:30 Uhr. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt geil, bleibt stark. Bis bald. Tschüss, Baba.